In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man einen Netzwerkdoser anklemmt. Ja, viele haben sowas zu Hause oder in der Schule gibt es auch Netzwerkdosen. Und die Frage ist eigentlich, wie wird sowas angeschlossen? Das ist tatsächlich ganz interessant. Gut, Netzwerkkabel kennt man, das ist das, was man normalerweise zwischen seinem PC oder Laptop und der Netzwerkdose hat, sofern man kein WLAN hat. Und ja, das ist der Stecker. Der Stecker hat insgesamt 8 Pins, also 8 Anschlüsse. Das heißt, ein Netzwerkkabel hat dann entsprechend 8 Adern. Und wenn man mal so ein bisschen guckt, hier ist so eine kleine Aufstellung. Die Adern haben natürlich Farben und es wird nach 2 Standards gibt es, nach denen verdrahtet werden kann, A und B. In Europa hat sich A sozusagen weit verbreitet, aber prinzipiell ist es egal, solange man den Standard sozusagen im ganzen Haus beibehält. Und bei den Netzwerkkabeln hat man verschiedene Kategorien. Je höher die Zahl, so ganz grob, desto besser sozusagen die mögliche Übertragungsgeschwindigkeit. Und heutige Verlegekabel, die sind in der Regel Cat7. Das heißt, man kann Geschwindigkeiten bis zu 10 Gigabit nutzen, wobei die meisten PCs heutzutage noch mit 1 Gigabit haben, aber es gibt tatsächlich auch schon die ersten, die zumindest fähig sind, 10 Gigabit zu übertragen. Hier möchte ich nun zeigen, wie eine Netzwerkdose verkabelt wird. Normalerweise sieht man das zu Hause oder in der Schule nur so. Also sprich, den Anschluss, der an der Wand ist. Hier ist ja schon der Deckel ab. Dazu gibt es erstmal ein Kabel, was dahin geht. Das geht meistens durch ein Leerrohr, macht man meistens so, damit man, wenn sich der Standard ändert, das eventuell tauschen könnte. Tun wir mal das Leerrohr weg. Und jetzt habe ich hier dieses Kabel. Das kann man hier abisolieren. Da gibt es solche Tools für. Man kann das aber auch mit einer Teppichmesser, muss halt sehr vorsichtig sein, dass man dieses Drahtgeflecht hier nicht kaputt macht. Das ist nämlich die erste Schirmung, nennt man das. Wenn ich mal auf das Kabel gucke, hier steht es SFTP, Shielded Fold Twisted Pair. Also Shield, das ist hier das Drahtgeflecht, und Fold, also in Folie, das sind hier diese Adern, und wenn ich hier gucke, sind immer 2 in einer Folie drin. Gut, dann schauen wir uns die Dose an. Der Deckel hinten habe ich schon abgenommen. Hier hat man 2 Verdrahtungspläne. Da auf beiden Seiten immer 1:1 verdrahtet wird, wäre es prinzipiell egal, welchen ich nehme, solange ich ihn überall nehme. In Europa hat sich allerdings A durchgesetzt, das heißt, man verdrahtet nach A, und das sind die Farben hier, also Orange, Orange-Weiß, Blau, Blau-Weiß und so weiter. Gut, hier habe ich auch schon das geöffnet. Man kann dann sich überlegen, ob man von links oder von rechts in die Dose möchte. Das ist im Prinzip egal. So, jetzt war ich natürlich zu sparsam mit dem Öffnen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt das irgendwie hinkriege. Ja. Also, das ist natürlich immer schwer, wenn man es gleichzeitig filmt. Aber so ungefähr. In echt macht man das schöner. Das sei mir jetzt mal verziehen. Dann mache ich mir das hier fest.
So. Gut. Normalerweise versucht man es zu vermeiden, die Kabel zu knicken. Und jetzt habe ich hier meine Adernpaare, die ich hier auflegen muss, sagt man. Ich drehe es mal rum, dann ist es vielleicht ein bisschen besser zu sehen. Und dazu geht man her und entfernt hier das Ganze. Ist natürlich so. Kann man dann abschneiden. Und man sieht, ich habe ein grün-weißes Adernpaar erwischt. Und das grün-weiße kommt ganz an den Anfang. Hier unten steht es ja auch. Ich versuche gleichzeitig auch die Adernpaare alle so ungefähr gleich lang zu lassen. So, das heißt, das Grün-Weiße kommt hier rein und das Grüne kommt hier rein. So, und das wird jetzt erstmal hier nur so dazwischen gemacht. Und das macht man mit den anderen entsprechend genauso. Jetzt packe ich das nächste aus. So, orange-weiß ist hier außen. So, jetzt sind alle da, wo sie hingehören. Gut, hätte man vielleicht noch einen Ticken schöner machen können. Ist jetzt aber alles für mich ein bisschen schwierig, weil man eine Kamera vor der Nase hat. Machen wir jetzt noch den letzten Schritt. Dafür brauche ich ein Tool. Das sieht so aus. Gibt's für kleines Geld. Und das Entscheidende ist hier vorne. Hier sieht man im Prinzip so zwei Kontakte. Und wenn ich den Draht jetzt richtig da dazwischen schiebe,
dann graben die sich praktisch in diese Isolierung rein und stellen den Kontakt her. Und genau das macht dieses Gerät. Das schiebt das richtig runter, sodass der Kontakt hergestellt wird. Und gleichzeitig ist hier vorne so eine Kneifzange dran. Und die knipst das Kabel, was übersteht, ist quasi ab. Jetzt muss ich natürlich das Ganze richtig rumhalten, dass ich es nicht auf der falschen Seite abknipse. Und zack. Zack. So, das war's. Fertig ist meine Netzwerkdose, zumindest der eine Anschluss. Macht man natürlich hier auch mit dem, das kann man ein bisschen besser drum wickeln und so weiter. Prinzipiell ist aber das die Art und Weise, wie so eine Netzwerkdose im Inneren angeschlossen wird und verkabelt wird. Und dann kommt dann zu guter Letzt noch der Deckel drauf und dann ist das im Prinzip abgeschlossen. So, Schraube festziehen und dann kann ich zumindest den einen Anschluss nutzen.